Willkommen zurück. Wir sind natürlich bei The Infected. Ein bisschen weggeräumt habe ich nicht alles, aber er hat zumindest wieder Platz, um die Sachen reinzuräumen. In Ruhe kann alles gammeln jetzt. So, wir müssen eigentlich zum Aluminium. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht wirklich. Ich habe noch ein Gammelding über. Packen wir gleich weg. Ich wollte nur kurz was essen. Und dann essen wir den auch nochmal. Sehr schön. Dann trinken wir nochmal was. Wir werden jetzt erstmal nochmal losmarschieren, damit wir den Rucksack kriegen. Vorher hat das alles keinen Sinn hier. So, hau rein. Ich hau jetzt auch mal die Düschen rein, damit wir Platz kriegen. Und ich nehme den anderen mit. Den da. Damit wir einen größeren Rucksack kriegen. Das wollte ich so. Fleisch haben wir jede Menge. So, den marschieren wir nochmal los. Pfeile haben wir genug. Bogen ist noch key. Ich will den Rucksack haben. Da kriegen wir auch mehr rein. Und den, ich hoffe, dass der Essensrucksack auch größer ist. Das weiß ich nicht so genau, aber der normale auf jeden Fall. Dann haben wir auch nicht mehr so das Problem mit alles wegräumen. So, da sind wir doch schon wieder am schönen Krakosee. Nochmal googeln, mal googeln. Wo haben wir denn die guten? Ich glaube, irgendwann passiert mir das mal, dass ich in Kroko genau in die Arme laufe. Aber bis jetzt mussten wir sie ja regelrecht suchen. Ist sie wieder Korn Kroko? Kann das sein, dass die erst anfangen zu spawnen, wenn ich mich in dem See nähere oder so? Ein mögliches Boy ist, ne? Ist eins. Da ist eins. Ich seh's. Jo, sehr schön. Sag mal, was machst du da? Lauf gefälligst hier rechts rum. Da treffe ich dich besser. Wollt der mir gerade so nahe kommen? Wie nur zwei Pfeile. Sorgen hier. Na gut, drei Pfeile. Ah, wir hätten aber immer noch genug, oder? Haut mal wieder weg. Die Axt wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte auch nicht nur kurz beim Rucksack gucken. Ja, gut, wir haben aber noch genug. So, hier liegt das Kroko. Da ist der Wagen. Geht doch. Ja, ich versuche die mal ein bisschen zum Wagen hinzulocken, damit ich nicht so weit laufen muss. Ich glaube, es wird gerade Nacht. Oh, ist nicht schlimm. Packerin. Marschieren wir jetzt auch zurück. Aber ich bin schon in die Richtung da. Jo. Dann hätten wir zumindest schon mal Krokohaut Nummer 3. Ich müsste bloß mal googeln, weil jetzt gibt es ja schon wieder Fleisch. Ob das schon wieder Fleisch trocken ist vom Ständer. Ich kann auch nicht noch mehr Ständer bauen mit. Könnte ich zwar schon, aber will ich nicht. Ich gebe ja auch lieben gerne den guten Maikfleisch ab. Das Problem ist, der erntet so schnell, dass ich quasi drei NPCs mit Fleisch versorgen könnte. So, da sind wir wieder. Sehr schön. So, jetzt wollen wir kurz googeln, ob wir hier... Ja. Einen müssen wir auf jeden Fall leer machen. Ein bisschen werde ich Mike abgeben. Warte mal, das nimmt mir sonst zu viel Platz weg. Ich wette, der hat eh schon wieder alles voll geschnoddert hier. Das geht so schnell bei dem, da kommst du gar nicht hinterher mit wegräumen. Deswegen auch der größere Rucksack. So, das kann er erstmal futtern. Das behalte ich. Denn wenn wir mich jetzt das schöne Krokochen schlachten. So, gib mir her hier. Den haben wir auch, glaube ich, wirklich erstmal genug Fleisch fürs Leben. So, Axt und die Hund. So, natürlich, nur eine Tierhaut und... Oha, die fünf reichen nicht mehr. Dort machen wir anders, dort machen wir anders. Da ich eben ein bisschen was am Feuer brutzeln muss, zumindest der Leber. Das kommt jetzt hier erstmal alles rauf. Brutzeln wir einfach wieder das eine Stück Fleisch mit. Dann passt das schon. Wir brauchen nur einmal kurz ein Kohle. Die holen wir sofort. Wir wollen gleich nochmal los und wirklich das letzte Stück Tierhaut holen. Sonst kriegen wir es nie fertig.
holen wir uns jetzt nochmal ein Kühlchen. Wo haben wir es? Dann können wir auch gleich nochmal Wasser einsetzen. Die ohne Flasche ist mir auch leer. So gut wie, ne? Trink. Ja, jetzt ist sie leer. So, füll auf mit Schmutzwasser. Gib rein das Zeugs. Sehr schön. Das hau auf den Grill. So, du machst dann auch mal die Kohle rein. Und zünd es an. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Wir gehen einmal kurz Sende waschen. Sehr schön. Und wir marschieren dann noch einmal los zu den Krokus. Ja, das sollten wir zeitlich noch schaffen. Alles kein Problem. Wir holen uns das Letzte. Ich hoffe, das ist jetzt inzwischen schon wieder nachgespawnt. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Nicht, als würde ich jetzt umsonst hinlaufen. Aber dann haben wir das Thema zumindest erledigt. So, den hoffen wir mal, dass noch ein Grogu hier irgendwo rumrennt. Es wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Tempo die nass wohnen. Aber es wäre schon ein Träumchen, ja. Sehen tue ich allerdings aktuell Coins, aber das gehen wir ja schon. Ich meine, der See ist groß, hier wird ja wohl mehr als ein Grogu zur Zeit rumlaufen, oder? Sieht zwar gerade keins. Aber allerdings ist bei den ganzen hier, was sind das, Mangrovenbäume? Auch schwer, so ein Kroko zu sehen, ne? Durch ist eins. Auf jeden Fall will ich verhindern, dass man eins in den Allerwertesten weiß. Sehr schön. Die hören sich aber auch schon wie so ein Träger an, der irgendwie Startprobleme hat, ne? Sehr schön. Hat doch geklappt. Dann geben wir mal eine Pfeile wieder. Er verlas nicht? Ja, immerhin treu. Gut, wir holen mal kurz den Wagen. Dann muss das Krokodil jetzt da. Grad so. Hebt mal auf, mein Freund. Und pack rauf. Sehr schön, das hätten wir. Dann marschieren wir nach Hause, zerlegen das Denk, die Richtung. Und dann sollten wir eigentlich ohne Probleme unseren Rucksack bauen können. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir mehr Gewicht tragen können und ob auch der Lebensmitteldings ums größer wird. Das wäre schon ein Träumchen, damit wir dort nicht immer die Probleme haben und mal ein bisschen mehreren Sachen auf einmal umsortieren können und so. Das wäre ein schönes Träumchen. Und dann können wir, glaube ich, jetzt demnächst auch mal nach dem Aluminium gucken. Jetzt sollte er ja mittlerweile mal ein bisschen was abgebaut haben. So, wir müssen uns hier unbedingt mal eine Brücke rüberbauen, ehrlich gesagt, dass wir hier mal besser durchkommen. Aber gut. Wir sind jetzt erstmal zu Hause. Jetzt muss ich sowieso erstmal wieder Platz schaffen fürs Fleisch, ne? Und der ist hier noch nicht drüber gehen. Dann müssen wir hier. Gut, nehmen wir mit. Wir haben aktuell einfach zu viel Fleisch, du. So, vor dem ein bisschen muss ich hier essen, aber ich brauche Platz. Hier ist. Kannst auch nochmal den Leiber essen. Es von mir ist auch nochmal das. Das ist ja auf jeden Fall voll. Den, ja, zum Feuer gehen wir auch gleich. Kriegt er noch mal ein bisschen. Ich hoffe, er wühlt hier nicht wieder alles voll. Er ist nämlich wieder fleißig dabei, ne? So. Eindeutig zu viel Fleisch. Gibt ja, glaube ich, auch einen Kühlschrank, ne? Hoffe ich zumindest mal. Dann nehmen wir das Kroko runter, mein Freund. Hängen wieder 5 Stücke ran. Und den haben wir auf jeden Fall die Tierhaut. Und die 4 Stück brauchten wir nämlich. Ich weiß nicht mehr, was wir sonst noch brauchten, aber auf jeden Fall 4 Krokohaut. Ein Träumchen. So, häng ran.
So, und die anderen zwei Sachen, die benutzen wir dann einfach wieder. Yo. Einmal kurz Hände waschen, damit wir es nicht wieder vergessen. Sehr schön, ja, da haben wir die schöne graue Haut. Den einmal kurz zum Feuer. Den bin ich jetzt mal gespannt. Da schmeißt er schon wieder Holz hin. Bin ich echt jetzt mal gespannt. So. Den kommt der runter. Der runter. Der rauf. Und der auch nochmal rauf. So, dann können wir uns jetzt demnächst auch mal um anständiges Essen kümmern. Aber jetzt erstmal. Ich meine, das Tierzeugs packen wir, glaube ich, weg. Gegenstände hier, wo das, ne? Das ist der Rucksack, ne? Ja, 4 Krokodile und 2 Seile, das können wir hin. Hier, ich will nur einmal kurz die Dose reinschmeißen. War das Werkbank oder wo war das? Am Webstuhl. Oh Gott, den haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Okay, den haben wir noch nicht gebaut. Wir können ihn bauen hier, ja, aber wir haben ihn noch nicht gebaut. Webstuhl, Holzscheite 2, Eisenbarren 2, Pflanzenfasern 20. Ach nee, gut, die kriegen wir aber hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Den passen wir hier nicht hin. Den stellen wir nach oben. Den stellen wir erstmal hier neben. Gut, eins nach dem anderen. Einmal kurz der Weg, warum auch einmal kurz hier dotteren. Der steht falsch rum. Dann können wir ja gleich nach oben drehen. Erstmal 2 Holzschreude. Die Eisenbahn haben wir unten. Wir haben ja zum Glück alles. Wir haben ja zum Glück alles. Er hat so schön vorsorglich alles hingeschmissen. Er hat sich das schon gedacht, dass wir das brauchen. Bip, bip. Dennoch 2. Gut, die Pflanzenfaser haben wir hier oben. Die Nägel auch, glaube ich zumindest. Warte mal. Ja, ja. Warte mal, wir brauchen 2 Nägel wieder rum ein. Dann haben wir die 8. Pflanzenforser machen wir gleich. Die 2 Eisenbarren haben wir auch unten. Schmiede müsste eh schon lange wieder fertig sein. Ist sogar ausgebrannt. Kümmern wir uns gleich drum. Entweder. Ich will jetzt der Rucksack. So, die 20 Pflanzenforsern sind ja jetzt auch nicht das Problem, ne? Nehmen wir mit, packen mal 5 Stück wieder rein. Ist da irgendwo noch ein angebrochener Pflanzenfaser? Ja, da. Gugimau, da haben wir den Webstuhl. Wir drehen ihn nur einmal richtig rum. Der ist eben verkehrt rum, wenn ich es richtig sehe. So. Da brauchen wir aber 2 Säule und 4 hiervon, ne? Die 2 Säule sollten wir auch haben. 1, 2. Dann hau mal rauf da. Zack und zack. Jo. Jo, ein Träumchen. Ja, wir können mehr tragen. Vorher waren es 50. Sehr schön. Ist der auch größer? Nö. Ich hatte so gehofft, dass der mit größer wird. Okay, aber wir können zumindest mehr tragen. So, das Problem ist halt auch, die Ration brauche ich ja nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen, ne? Gibt's eine Möglichkeit, auch den Lebensmittelrucksack größer zu kriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Stahlspeerspitzen, Werkzeuge, Fackeln, ne? Ich sehe hier nichts. Den haben wir ja, den größeren Rucksack. Katana. Wozu brauchen wir Katana? Oh, gut. Aber wir können zumindest so mehr schleppen. Das ist ja schon mal was. Dann nehmen wir kurz die 2 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ich habe zu viel. Nein. Das ist ja ärgerlich. Ich hatte echt gehofft, dass der Lebensmittel gerade mit dem habe ich die Probleme. Mit größer wird. Das hatte ich wirklich gehofft. Okay, auf jeden Fall wird es gleich dunkel. Erstmal so machen wir uns neu. Wir werden jetzt demnächst mal nach dem Aluminium gucken. Mittlerweile haben wir so viel Stein, dass ich wirklich jetzt erstmal... Die sind wahrscheinlich schon wieder voll, ne? Ja, so gut wie. Die erstmal wieder umstelle auf Eisen.
Wir legen uns einmal kurz schlafen. Man sieht hier ja nichts. Das geht so ja auch nicht. Nee, nee, nee. Damit wir hier weiterkommen. Ich weiß noch mal gar nicht, wohin mit dem Stoin. Wichtig ist aktuell Aluminium. Essen knallt uns auch alles dicht. So, den trinken wir ein Schlückchen. Hier, hau dir nochmal den rein. Die machen wir gleich nochmal neu. Dann hau dir mal den rein, dass wir zumindest das Überschüssige hier rauskriegen. So. Dann nehmen wir mal unsere... Und haben wir noch unsere zwei Düschen hier mit. Wir holen uns einmal kurz von eben. Da ist garantiert auch wieder alles voll. Mit Sicherheit. Hier nett. 1, 2, 3. Hiervon genauso. Und davon auch. Fehlt noch eine Kartoffel. Junge, doch, wo kannst du hoch? Auf jeden Fall haben wir einen größeren Rucksack. Das ist schon mal was. Und wir können sogar 25 Kilo mehr tragen. Hier. Ich kam da gerade durcheinander. So, Dose mit drin. Sehr schön. Die nächste Dose. Was ist halt auch schön schnell gemacht hier. So, und die holt auch nochmal. Und die Dose. Sehr schön. Dann würde ich nämlich jetzt schon fast vorschlagen. Ah, obwohl... Aluminium haben wir genug. Warte mal. Wir müssen unser Aluminium überprüfen. Allerdings will ich mal kurz was gucken, weil ich glaube, ja, wir müssen uns einmal hier drum kümmern. Echt, wieso wird denn der Essensrucksack nicht größer? Ich muss einmal kurz die Dinger wieder auffüllen. Dann kümmern wir uns ums Aluminium. Was, echt nicht mehr rein? Nö. Komm hier, mein Freund. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber... Ja... Okay, passt gerade nicht. Wir müssen einmal kurz. Sind das denn wenigstens 15 Stück? Ich glaube ja, ne? Nein, nicht schon wieder. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr schön, dann haben wir zwei über. Ich weiß nicht warum. Aber ich hau bei Infected ständig meine Tastatur auf Englisch. Keine Ahnung wie. Ich drücke ja nicht mal ansatzweise die Tastenkombi dafür, aber gut. Doch. Der wohl leer. Wo sind noch drei? Haben wir, glaube ich. Und wir können nämlich gleich auch einen ganzen Schwung Biotreibstoff mitnehmen. Und die Dinger wieder vollknallen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, wissen wir ja. So, hau rein. Mach die mit. Sehr schön. Rucksackmäßig brauche ich mir jetzt zumindest auch keine Sorgen machen. Ich weiß auch nicht, ob es... warte mal. Ob es eine Möglichkeit gibt, den Dingsbums größer zu kriegen, den Lebensmittel im Rucksack. Wen wir sehen? Falsch. Da ist garantiert auch Gammelzeugs drin, aber ich esse mal hier. So, die hatten wir alle, ne? Den will ich hier nochmal kurz googeln. Ja, gut. Hier noch nett, hier auch nett. Hier ein bisschen. Ich meine, das hatte ich alles erst aufgefüllt. Das gammelt hier so schnell weg. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Auffüllen. Ehrlich gesagt. Das ist schon extrem. Deswegen hatte ich gehofft, dass der Lebensmittelrucksack mit größer wird. Dass ich gleich mal einen ganzen Schwung auf einmal mitnehmen kann. Aber wo es nicht ist, dort ist nicht, ne? Mhm. Sehr schön. Zumindest das Gammelzeugs will ich da rauskriegen. So, die hatten wir durchgeguckt. Hier ist noch ein bisschen. Hier ebenfalls. Hier noch. Hier gammeln auch noch zwei. Die anderen waren, glaube ich, leer. Ja. Da ist einer. Da sind drei. Okay, und die waren auch leer. Gut, dann haben wir zumindest das Gammelzeugs alles wieder raus.
glaube, hier war noch einer drin. Ja. Sehr schön, sehr schön. So, warte, 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 bevor hier wieder alles wegbrennt. Wieso habe ich die nicht ausgemacht? Vergesse ich jedes Mal. Wirklich jedes Mal, genau wie die Schmiede. Gut, den hauen wir rein hier. Das sind 15. Also Biotreibstoff haben wir jetzt vorerst, ehrlich gesagt, glaube ich, kein Problem mehr. Damit könnten wir alle Dinge auffüllen. Wirklich alle. Und zwei sind über. Wie viel haben wir denn jetzt eins denken an Biotreibstoff? Das reicht dicke. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hau rein hier, genau wie den da. Sehr schön. Den wählen wir jetzt noch einmal. Da passt ja jetzt nicht allzu viel rein. Die zwei erstmal wegpoppen. Die wollte ich. So, schnapp den Melönchen. Wir hauen einmal kurz die Kisten wieder voll. Dann kann er, glaube ich, weiter gammeln. Ah, ist schon voll. Okay. So, den hau erstmal rein, das Zeugs. Der Lebensmittelrucksack ist wirklich etwas zu beengt. Ich dachte, der klaut schon wieder. Das kann er ja zu gut. Hm? Naja, sammeln wir gleich auf. Einmal hier rein. Die Kisten räumen alle voll. Wie ich ja sagte, sollten die Melonen nicht räuchen, haben wir immer noch die Kürbisse. So, leer. Ganz so schnell kommt der Gute mit dem Löhnchen ja jetzt auch nicht hinterher. So, die war voll, ne? Ja, den hier. Bip, bip, bip. Ah, wir brauchen hier immer was zum Gammeln. Finger weg von meinem Melon. So, den einmal kurz hier rin, die noch rin und dann sind wir auch schon bei der dritten Kiste. Hm? So, die guten Melönchen sind vors leer. Sehr schön. Haben wir wieder genug Plots zum Ernten, ne? Ja, ja, gut, die sammeln wir gleich auf. Die war voll, genau, den hier drin. Die nochmal drin, das was da liegt, muss eh alles mit. So, so, so. Alle Melönchen leer, denn seh mal zu, dass du zu Porte kommst, mein Freund. Gut, den müssen wir uns wohl jetzt mit den Kürbissen begnügen. Zock. Die sind ja zum Glück genauso groß, yo. Die war auch voll. Den hier noch. Yo. Bip, bip, bip. Wo bist du? Da. Hey. Warte, bist du dran, Bisio? Und ein bisschen Schmuddelverband. So, hier fehlt noch ein bisschen gut. Hat mich durcheinander gebracht, der Kollege. Den nehmen wir mit. Dankeschön. Mein Löhnchen hat noch keine wieder reingeschmissen. Wird er schon noch tun? So, so, so. Vier Stück passen noch. Ups. Vier Stück passen noch drin.
Also noch ein Kürbis. So, der gute Herr hat wieder Platz. Ist ein Stück Kürbis liegen geblieben? Ja. So, Gammelkissen sind wieder voll. Ein Träumchen. Was will man mehr? Ich gucke einmal kurz, weil er irgendwie gar nichts zu tun hat. Hat aber was drum. Ist wahrscheinlich gerade nichts für dich. Dann kümmern wir uns um die gute Schmiede nochmal. Nehmen wir raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bip, bip, bip. Hau gleich wieder voll das gute Schmuckstück. Wir brauchen dort Eisen. Und hier. Warte mal, wir haben zwei Stunden einstiegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siehst du mal. Wenn wir das gute Schmuckstück mich auch wieder vollhauen. Dann gibt es die nächsten 10 Eisenbarren. Wunderbar. Und wir werden uns denn jetzt erstmal auf den Weg machen. Zum Aluminium. Das sollte jetzt mittlerweile, jetzt haben wir lange genug gewartet. Die Dinger arbeiten jetzt, seitdem wir sie das letzte Mal besucht haben. Fast 2 Stunden. Doch wirklich mal was abgebaut haben, oder? Gut, dann machen wir uns morgen gleich direkt auf den Weg. Denn vorhin sind wir schon wieder am Ende. Aber dann machen wir halt wieder die große Runde. Wir suchen gleich wieder alles ab und nehmen die Dings noch mit. Wir haben zumindest den größeren Rucksack. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.